der Freude. Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Und wieder gibt es die Preisung Liras. Ein ganz kleines Event in der Protectors Enclave. Alle 30 Minuten gibt es eine Feuerwerkssause in der Protectors. Und daran könnt ihr teilnehmen und erhaltet dann Liras Gunst, mit der ihr euch Sachen kaufen könnt. Interessanterweise wurde der Text dieses Jahr geändert, sonst waren automatisch schon alle Belohnungen aufgezählt. Jetzt ist die Frage, haben sie die Belohnung überarbeitet oder nicht? Sie haben sie weggelassen, ich kann euch aber zeigen, was es sonst so als Belohnung gab. Vielleicht haben sie was geändert, aber ich würde vermuten, das ist noch das, was es sonst auch gibt. Da gibt es Mode, da gibt es einen Sternenpanzer, eine Sternensphäre, Reittiere, Begleiter, die Liras Glocken, um den Gefährten wiederzubeleben oder stärker zu machen, ein bisschen Mode, ein bisschen Bufffood und Feuerwerk. Und mehr gibt's hier eigentlich nicht abzugreifen, ist jetzt nicht unbedingt was, womit man richtig reich wird, aber richtig gut aussehen kann man damit, falls ihr es noch nicht habt. Und es ist auch kein großer Aufwand, das Feuerwerk zu bestücken, aber man muss es halt machen. In diesem Sinne viel Spaß bei der Preisung Liras. Ansonsten einfach weitermachen mit euren täglichen und wöchentlichen Aufgaben. In diesem Sinne, tschüss!